Hi! Heute wollen wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, beim Essen trinken, ja oder nein? Jeder kennt die Weisheit, beziehungsweise fast jeder kennt sie. Du sollst beim Essen nichts trinken, das verdünnt die Magensäure. Da funktioniert die Verdauung nicht so gut, das ist schlecht. Okay? Klingt erstmal logisch. Ich habe Säure im Magen, wenn ich was trinke, dann verdünne ich das. Das klingt logisch, ohne Zweifel. Aber stimmt das? Ich als Naturwissenschaftler habe mir da mal ein paar Gedanken drüber gemacht. Und letztendlich bin ich zum Folgenden gekommen. Also, Säure im Magen wird mit dem pH gemessen. Die pH-Skala gibt an, wie viele Säureteilchen letztendlich in einer Flüssigkeit sind, wenn man das so sagen möchte. Und somit kann der pH-Wert direkt eine Aussage darüber machen, wie stark die Säure ist. Die pH-Skala sieht dabei wie folgt aus. Man hat einen Wert 0 und einen Wert 14, damit den Wert 7. Und jetzt kann man ja ganz klar annehmen, 0 ist der schwächste Wert, 14 ist der stärkste. Das ist Quatsch. Das ist ein bisschen anders. 7 heißt neutral. 0 heißt stark sauer. Und 14 heißt stark basisch. Dabei ist sauer und basisch gegensätzlich zu betrachten. Das heißt, was stark basisch ist, ist ganz schwach sauer. Und was stark sauer ist, ist ganz schwach basisch. Neutral 7 liegt in der Mitte. Neutral 7, das ist Wasser bei Zimmertemperatur. Also Wasser. Unsere Magensäure liegt hier. Magensäure hat ungefähr einen pH-Wert von 1. Und auch diese Skala ist nicht falsch zu interpretieren. 1 bedeutet, also 1 ist ja schon eine starke Säure. Und 2 wäre ja immer noch eine starke Säure, aber eine bisschen schwächere. Jetzt könnte man ja meinen, 1 ist dann doppelt so stark wie 2. Falsch. Das ist absolut falsch. Die Skala funktioniert ein bisschen anders. Wir wollen das Thema kurz aufschreiben. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 7 ist Wasser, wäre, sagen wir mal, den Wert 1. Dann wäre 6 10-mal so stark wie 7. 5 wäre 100-mal so stark wie 7. 4 wäre 1000-mal so stark wie 7. 3 wäre 10.000-mal so stark wie 7. Man hängt immer eine 0 dran. Das geht so gesehen exponentiell nach oben. Und das bedeutet, dass unser Magen mit dem pH-Wert von 1 einen 1.000.000-mal höheren Wert hat als neutrales Wasser. Das ist sehr sauer. Sehr sauer. 1.000.000-mal saurer. Nun ist aber, wenn wir gegessen haben, natürlich der Magen nicht leer. Das heißt, wir haben auch nicht den pH-Wert 1, wir haben so einen Säureklumpen so gesehen, wir haben Säure drin, Magensäure, starke Säure und dabei Essen vermischt. Wir sagen mal, wir haben nach dem Essen, wir sagen mal, wir haben nicht so viel gegessen, wir wollen mal alles ein bisschen so rechnen, dass wir dieser Theorie eigentlich zugunsten rechnen, man soll beim Essen nichts trinken, um später zu zeigen, dass das totaler Quatsch ist. Wir sagen mal, wir haben jetzt insgesamt 1 Liter Füllungsvermögen im Magen. Und bei 1 Liter Füllungsvermögen, also beim vollen Magen, dann sagt man, hat man einen pH-Wert von ungefähr 3. Das hieße, wir hätten 10.000 Mal immer noch stärkere Säure als Wasser. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, noch 1 Liter trinken würden, hätten wir 2 Liter. Und jetzt hätten wir neutrales Wasser dazu gegeben. Das heißt, die Säurestärke würde sich halbieren. Und wir hätten, selbst wenn wir 1 Liter trinken würden, immer noch eine Säurestärke, die 5000 Mal stärker ist als Wasser. Und das darf man nicht vergessen. Das heißt, selbst wenn wir einen ganzen Liter trinken und nur
ein Liter Füllungsvermögen im Magen haben. Das ist schon relativ wenig. Viele essen noch viel mehr, wenn man so ordentliche Schnitzel isst oder so, doch mit ordentlich Kartoffelpüree, da kommt man schon mehr als ein Liter. Im ganzen Magen, mit der Magensäure und allem drumherum. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, das hier haben wir schon zugunsten dieser Theorie gerechnet, weil eigentlich wäre 1,5 Liter oder so ein vernünftiger Wert mit einem pH-Wert von 3, dann würde sich aber der Liter, den man jetzt Wasser dazu gibt, natürlich noch viel geringer auswirken. Wir hätten eine 7500 Bar stärkere Säure. Das heißt, wir haben schon dieser Theorie zugunsten gerechnet. Auch wer trinkt einen ganzen Liter? Man trinkt 2-3 Gläser, das sind eigentlich 400, 600 Milliliter. Also ist das Unsinn. Wir haben immer noch eine sehr starke Säure und diese Säure ist immer noch so stark, dass sie locker damit klarkommt, dass das Essen verdaut werden kann. Und das ergibt auch Sinn, weil evolutionär musste man einfach früher trinken und essen gleichzeitig. Das ging gar nicht anders. Man musste das Essen zum Teil runterspülen, weil es auch nicht so delikat war wie heute. Es war auch nicht so geschmeidig, weil man musste es zum Teil runterspülen. Das heißt, es ging zum Teil gar nicht, Essen und Trinken zu trennen. Also muss man bedenken, trinken beim Essen, ja, kein Problem, hat keinerlei Auswirkung. Unsere Magensäure ist so stark, und das kann man ganz einfach rechnerisch zeigen, indem man mit der pH-Skala hantiert und sich klar macht, was ist eine Säure, wie wird eine Säure gemessen. Dann wird klar, dass auf jeden Fall die Säure in unserem Bauch, selbst wenn wir gegessen und getrunken haben, noch 5000 Mal stärker ist als Wasser. 5000 Mal. Und das ist letztendlich das, was ich hier zeigen wollte, dass nämlich Trinken beim Essen kein Problem ist. Und in diesem Sinne sehen wir uns dann im nächsten Video wieder.